Ich bin voll zufrieden. So, liebe Britta und Jay. Okay. Ja, erstmal geht es hier los, das ist bestechen. Aber es schmeckt, danke sehr. Ja, passt zum Konzept. Fruchtzwerg, absolut dieser kleine Hund. Schon sehr beeindruckend, was du für ein Trickrepertoire und für eine tolle Signalgebung hast, wenn man überlegt, dass der Hund erst 9 Monate alt ist, ist das 11 Monate alt. Okay, wir schmieren. Also, ja, wie gesagt, ob nun 11 oder 9 Monate, das Trickrepertoire und ja, die Genauigkeit in der Signalgebung, beziehungsweise ja, die nicht mehr wirklich sichtbare Signalgebung, ist schon beeindruckend für das Alter vom Hund. Ihr hattet dadurch natürlich einen genialen Fluss und du konntest die Choreo richtig schön durchtanzen. Und sie ist ja irre dynamisch. Musste es ja immer eher ein bisschen drosseln, dass sie nicht zu sehr flippt. Und in meinem Kopf muss ich sagen, wo sie selber improvisiert hat. Kann sie super. Ja, das kann sie echt gut. Sie darf ja noch nicht rückwärts.
Ja, das hätte ich dir auch noch gesagt. Wir möchten bitte in dem Alter noch nicht so die Rückwärts-Elemente sehen. Aber die Geschichte mit dem Hops neben dem Bein und so fand ich, hat auch voll auf die Musik gepasst in dem Moment. Okay. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, wie sie da improvisiert hat. Von der Ausrichtung vielleicht das ein oder andere Mal noch so ein bisschen gucken. Ein paar Mal habe ich sie einfach nicht gesehen. Wenn dieser kleine Hund hinter deinem Bein läuft und du davor stehst, dann sieht man hier von vorne den kleinen Hund nicht mehr. Da achte vielleicht in Zukunft noch ein bisschen drauf, dass wir sie nonstop wollen, die sich bitte sehen. Ja. Ansonsten, weiß ich nicht, was ich dir noch mitgeben soll, mach einfach weiter so. Ganz viel Spaß. Dankeschön. Applaus. Herzlichen Dank, Paulina und Jelle.